Bin. Ich werde nicht gefragt. Jetzt bin ich da und man muss das Beste draus machen. Ob gern oder nicht gern, man ist alt und ist da. Man gewöhnt sich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, er gewöhnt sich an alles. Oder Zehner. Oder ans meiste, sagen wir. Von wegen, weil er muss. Die Sonne, genießen Sie die? Bitte? Die Sonne, genießen Sie die? Bestimmt. Die Sonne, das schöne nein, Wetter. Nein, nein, stört mich nicht. Sind Sie gerne da? Nein, nicht sehr lange, aber ein paar Monate. Wie viel bin ich hier? 4 Jahre schon. Schon 4 Jahre? Die Sonne gern? Ich ja. Früher habe ich sie sehr lieb gehabt. Und jetzt? Muss ich es ausnützen. Was ist der Unterschied zwischen liebhaben und ausnützen? Dass ich jetzt überhaupt sitze in der Sonne. Und früher? Früher hat es mir Spaß gemacht. Macht Ihnen das jetzt keinen Spaß mehr? Ich rede mir ein, es geht mir gut. Haben Sie gern gelebt? Eigentlich, ja, wie ich jung war schon. Tempi passate. Leben Sie jetzt gerne? Nein. Warum nicht? Weil ich allein auf der Welt bin. Danke. Ja, das ist der Theodor Herzl. War der Cousin zweiten Grades von meinem Vater. Haben Sie ihn gekannt? Nein, habe ihn nicht gekannt. Und sind Sie stolz auf ihn? Bitte? Sind Sie stolz auf ihn? Warum? Ich habe mit dem Zionismus nie was zu tun gehabt. Mein Vater wollte nicht, dass
Der Theodor, wie soll ich denn das erklären? Er war nicht dafür, dass ein Herzl Theodor Herzl ist, nicht? Ein Führer des Israeliten. War er nicht. Und Sie waren immer in Wien, oder wie war das? Ich war nicht in Wien, ich war in Zagreb geboren. Und dann habe ich angefangen zu wandern. Wo waren Sie denn überall? In Jugoslawien. Wo war ich noch? In Italien, in der Schweiz. Das war alles so im letzten Moment. Haben Sie ein Glück gehabt, dass man Sie nicht erwischt hat, gell? Mehr Glück wie Verstand. Bestimmt. Und der Rest Ihrer Familie, Ihre Mutter zum Beispiel? Bitte? Was ist den anderen was passiert, Ihre Mutter zum Beispiel? Na, aber die haben sie dann umgebracht und meinen Bruder haben sie umgebracht. Aber bin ich ganz allein. Allein auf der ganzen Welt. Ich sag's jetzt, werde ich Ihnen was sagen. Der Schlag soll sie hinlegen, soll sie lebendig machen und soll sie noch einmal hinlegen und töten. Warum? Ja, darum, weil man den Leuten so viel mitgemacht hat mit den Leuten. Und meinen Sie die Mörder? Die Mörder, ja. Kann man nicht verzeihen, gell? Bitte? Das kann man nicht verzeihen. Nein, das kann man auch nicht verzeihen. In den Gedichten und Liebesgeschichten sind alle Frauen schön, aber nur reine, entzückende Kleine kann er mir den Kopf verdrehen. Hört ihr den Namen, da werdet ihr alle verstehen. Die Liebe hat Ihnen Spaß gemacht, gell? Ja, was heißt? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und das ist meine Welt, sonst gar nichts. Das ist meine Natur. Ich kann halt lieben, aber sonst gar nichts. Und flirten Sie mit den Damen hier? Sie werden lachen. Ja. Wer hat noch nie vom Glück geträumt? Ja, du bist so schön, ja, viel zu schön, um treu zu sein. Was träumen Sie in der Nacht? Haben Sie Träume in der Nacht? Nein, ich freue mich, ich habe keine Träume, weil ich schrecklich träume. Ich träume so schlechte Sachen. Aber seitdem ich hier bin, träume ich nicht und bin froh. Und was haben Sie denn früher getragen? Nur Täten und Umbringen und da solche schreckliche Träume. Und jetzt, ich will nicht darüber sprechen, ich träume nicht. Und das ist gut. Lagers. Wir waren in Budapest während des Krieges, drei Geschwister.
Sie war die ganze Zeit, sie hat sich versteckt, viel hat sie mitgemacht. Ich und noch eine Schwester waren wir, hatten uns schon letzten Tag November, 44. Damals war schon Budapest herumgenommen von Russen, hat man uns deportiert. Wohin? Ravensbrück, Venusburg, Mauthausen. Mauthausen sind wir befreit worden von Amerikanern. Wir haben Eltern verloren, zwei Brüder habe ich leider verloren. Jeder hat in diesem Krieg mitgemacht, ich meine. Sogar die Kinder in Windel. Waren wir im Lager. Mein Vater ist im Lager gestorben. Wie war das im Lager da? Sehr schlecht. Es war doch nichts zu essen. Man hat Angst gehabt für jeden Tag, dass soll nicht kommen, ein Transport. Man hat die Leute weggeschickt. Sind viele weggekommen dort? Ja, sind niemand zurückgekommen. Auch von Ihren Freunden oder ja, Verwandten? Verwandten auch, niemand zurückgekommen. Der Vater ist? Mein Vater ist dort gestorben. Es war nichts zu essen, es war Krieg. Und man hat Angst gehabt für den nächsten Tag, was passiert. Man ist plötzlich gekommen, ohne vorbereitet zu sein. Man wurde verstickt, die Menschen sind alle nicht mehr zurückgekommen. Das Leben hat sich ganz schön durcheinander gebeutelt, gell? Sowieso. Aber man lebt. Leben Sie gerne? Ja. Das ist fein. Ich habe für wen zu leben. Ich habe ein herrliches Enkel und eine brave Tochter. Meine teure Schwester, die mir überall zur Seite hilft. Das hält mich, gibt mir Kraft. Und was freut Sie am meisten heute? Dass man lebt. Hat so schwere Zeiten überstanden. Also man hat geglaubt, dass man wird noch leben. Denn die meisten von uns, die Guten, sind alle draufgegangen. Wir haben schreckliche Zeiten mitgemacht, immer Angst gehabt. Wir wussten nicht, was die nächste Stunde bringt. Unglaubliche Zeiten haben wir gehabt. Wir haben es durchgehalten. Man hat immer gehofft, es kann nicht so bleiben. Es ist unmöglich, so eine Welt bestehen. Er war mein Hoflieferant, K&K-Hoflieferant. Stimmt? Ich kenne ihn schon 1,5 Jahre. Im Finnerwald 30 dazu. Und von wo kennt ihr euch? Von wo? Wir kennen uns. Er war K&K-Hoflieferant. Er hat erzeugt, so. Nehmen wir den. Ich weiß alles, was man... Was? Was du hast erzeugt, was hast du mir geliefert? Ja. Für beide Zeiten, Moritz. Ja, hat geliefert, K&K Hoflieferant. Gott sei Dank, er hat nicht gelernt, er ist ein Alphabet. Hätte er lernen und studieren, wollte gewesen ein Angestellter. Oder wie hat er gesagt, ein Schames Naschi. Aber Gott sei Dank hat nicht gelernt, ist er ein Kaufmann auf den Salz gerissen. Wenn er wohl gewählt intelligent und gewählt ein Beamter war. Hat er mich richtig gesagt? Von wo kommen Sie ursprünglich? Aus Polen.
Was ist Ihnen passiert während des Krieges? Des Krieges war ich in Lodge-Ghetto. In Lodge-Ghetto. Im letzten Moment hat mich angeschossen, aber ich habe eine schlechte Hand. Aber ich habe überlebt. Ein Lebenskünstler. Was? Das Leben macht Ihnen Spaß. Einmal, wenn wir beide uns getroffen, hat es gemacht Spaß. Jetzt. Jetzt. Was soll man machen? Es hat mal Spaß gemacht. Das war ein großer Lebermann. Damals waren Zeiten. Damals waren Zeiten. Und jetzt? Jetzt ist, wie man muss man machen, was man kann. Ich hab, nicht, was man will. Ich habe Verwandten gehabt. Was möchte man wollen und was kann man? Möchte man wollen, die Zeit muss ich gehabt mit denen mit 30 Jahren zurück. So in der Zeit möchte man werden. Es geht nicht. Ui, Moritz, ja. Ich will doch noch 20 Jahre drüber suchen, Moritz. Aber nicht du. Warum? Ich will sein. Aber du willst sein. Dank Gott für den. Gott sei Dank, ich kenne dich schon so viele Jahre. Ja, das ist ja viel. Vor 50 Jahren hast du ausgeschaut, so ja wie jetzt. Na, was denn? Bist du ein bisschen älter. Aber manche Menschen, wenn du siehst, noch so viele Jahre, ist er nicht zu erkennen. Also, ich wünsche euch viel Glück. Moritz, dir gesund. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Doch hier flüchten, fliehen. Ich war zwar am Stephansplatz und habe gedacht, war sicher, dass ihm, wie hat er geheißen? Am Stephansplatz, den Obersten von den Nazis. Der Hitler? Der Hitler. Aber ich war sicher, er wird erschossen. Ich habe mir gesagt, aus einem von den Häusern vom Dach wird ihn eine Kugel treffen. Ich war so sicher, dass ich da so gestanden bin. Bitte, so. Haben Sie keine Angst gehabt? Ich war sicher, dass er erschossen wird. Da brauche ich doch keine Angst haben mehr. Sag aber, der Hitler ist nicht erschossen worden an dem Tag. Nein, ne? Natürlich nicht. Er ist auch an dem zweiten Tag nicht erschossen. Nein, damals, ich war sicher, dass er das vom Dach irgendeine Kuh. Er wäre leicht zu treffen gewesen, meiner Ansicht nach. Waren Sie dann enttäuscht, dass man ihn nicht erschossen hat? Natürlich war ich enttäuscht. Und wie geht's Ihnen heute, Frau Taube? Da machen wir einen Punkt vorher. Geht's Ihnen gut heute? Machen wir einen Punkt, habe ich gesagt. Aber ich bin nicht hier. Schlecht da. Ich meine, ich bin nicht so, dass ich sage, ich möchte mich lieber töten, bevor hier zu sein. Sie leben gerne, gell? Naja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Aber ich finde, man muss dem Leben zur Seite stehen. Thank you.
Wie sind Sie aufgewachsen? Erzählen Sie mal ein bisschen aufgewachsen was. Bin ich in Wien. Habe einen Katholiken geheiratet, 1937. Und 1938 sind wir ausgewandert. Wohin? Nach Italien. Wir wollten nach Südamerika, sind aber in Italien geblieben. Wann sind Sie denn wieder nach Wien zurück? 59. Erst zu spät. Haben Sie Angst gehabt, nach Wien zurückzugehen? Ja, sehr wohl habe ich mich nicht gefühlt, muss ich sagen. Warum nicht? Aber mein Mann hat seine Eltern in Wien gehabt, seine Schwester. Ich hatte ja niemand mehr. Wo war Ihre Familie? Meine Familie. Der Großteil ist umgebracht worden in Polen. Also Verwandte gehabt in Wiener Neustadt, in Mattersburg, in Reichenau, in der Brein. Alle weg? Fast. Ja, Wiener Neustadt, ja, ja. Meine Großmutter ist weg. Mein Vater, der blind war, ist weg. Mein Urgroßvater, der hat es überlebt, der war 104 Jahre alt. In Reichenau. Wie hat er es überleben können? Na, er ist vorher gestorben, ja. Aber er ist 104 Jahre alt geworden. Haben Sie Kinder gehabt? Nein, wollte keine. Warum nicht? Weil die Emigration nur laufen musste, ja, wie ich jung war. Es war keine Kinderzeit. Würden Sie heute sagen, Wien ist, eine, ist Ihre Heimat, oder wie würden Sie... Nicht unbedingt. Halb, halb. Braucht man sowas wie Heimat? Man würde es brauchen. Es begegnen mit Menschen, die nicht annehmen, dass ich Jüdin bin, ja? Ich spreche Dialekt, man sieht mir das nicht unbedingt an. Ich höre mir aber vieles an, ja? Und bleib ruhig dazu. Und das ist Wien. Ja, ja, nein, ist gut. Ich brauche keine Kinder. Ich setze den Alten auf, bevor ihr Wasser saugt. Ja, ja, der Wein ist besser. Ich brauche keine Stesser. Ich setze den Alten auf, bevor ihr Wasser saugt. So schaut es aus. Ja, ja, man kann es nicht machen. Das bleibt immer so. Das bleibt immer so. Ja, ja, nein, ist gut. Aber ich brauche keine Kinder. Ich setze den Alten auf, bevor ihr Wasser saugt. Gehen wir essen. Gehen wir essen. Die anderen warten. Wiedersehen. Mahlzeit. 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 Man hat es nicht leicht, bis es einem reicht, dann kann ich gehen. Du musst schon sehen, vielleicht. Und so schaut es aus. Sind Sie gerne hier in Wien? Ja, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Sie ist so interessant und sie ist gediegen und sie ist kein Raum. Sie ist nicht so, wie ich möchte nicht. Ich war einmal in... kurze Zeit in New York, ich möchte nicht in New York was, leben. Was ist für ich Sie mag, Heimat? Ich mag nicht die Amerikaner auch. Was nie, ist für ja. Sie Heimat? Ich habe keine Heimat. Kein? Ich kann keine Heimat haben. Ich habe überall ein bisschen. Heimat ist die Welt. Was kann ich Heimat haben? Wenn ich hier hin und her gestoßen wurde und hier. Die Geschehnisse hat uns hin und her getrieben. Und wir sind nicht der Einzige, es sind doch so viele Leute. Was kann man sagen, Heimat? Ich habe keine Heimat. Wie kann ich Heimat haben? Denn ich habe, jede paar Jahre war ich woanders. Es ist nur, ich mag die deutsche, also jetzt die österreichische Literatur und das ganze Art für Leben. Aber ich fühle mich als Fremde trotzdem.
Aber es schadet nicht daran, man muss nicht alle dieselben Ansichten haben. Ist das gut, sich manchmal fremd zu fühlen? Fremd zu fühlen? Warum soll ich mich fremd fühlen? Ich weiß, ich bin ein Fremder, weil ich kann nicht, ich spreche nicht Dialekt. Und ich kenne nicht die Gebräuche von hier, aber wozu? Wenn ich in einem fremden Land, dann gehe ich doch schauen, es interessiert mich. Zu sehen, was andere Leute tun, man kann voneinander lernen, finde ich. Und die Welt ist eben so, was kann man machen? Der Mensch ist ein schlechtes Tier. Religionsunterricht im Realgymnasium 17. Herr Rabbiner Reich war eines Tages krank und der Religionsunterricht wurde an einem Nachmittag in eine Stunde verlegt. Und es unterrichtete uns ein geweihter Priester, Vater Schneider. Und der stellte die Frage an die 10, 11, 12-jährigen Kinder: Kinder, welches ist das stinkendste Öl? Keine Antwort. Israel. Brauche ich mehr über den Antisemitismus in Wien zu sagen? Was haben Sie denn in Wien erlebt, 38? Nur Trauriges. Ich war mit Thörn im Grand Hotel und als er mich zum Lift brachte, sagte der Liftboy: Haben Sie gehört? Der Schuschnigg hat abgedankt, jetzt ist er Seis Inquart, ein Kanzler. Thörn umarmte mich und sagte: Irgendwo in der Welt werden wir uns wiedersehen. Und verschwand. Leon Askin und Robert Thörn trafen sich wieder in Hollywood. Thörn wurde Drehbuchautor, Leon Askin Filmschauspieler. Wie kommen Sie hierher? Wieder zurück nach so vielen Jahren? Und wollten Sie das? Wollten Sie eigentlich jemals wieder nach Wien zurück? Nein. Das ist eine Privatsache. Meine 42-jährige Ehe ging zugrunde. Warum, weiß ich bis heute nicht. Warum wissen es auch die Freunde nicht? Warum wussten es auch die Zeitungen nicht? Denn die haben eine Überschrift gemacht: Philemon und Bauzis lassen sich scheiden. Und so bin ich hier. Ist das eine Rückkehr? Ist es ein Zufall? Hätte es auch in Rom oder sonst wo sein können? Eine Rückkehr ist es auf keinen Fall, weil Herr Hitler hat es zu Wege gebracht, dass ich nirgendwo mehr ein Zuhause habe. C'est la vie, ou c'était la vie, ou c'était ma vie. C'était ma vie. Es war ein interessantes Leben. Hochinteressant. Traurig,
Und damit, weil ich ja Verschiedenes sagte, was vielleicht anders als andere sagen, meine beiden Eltern sind in Lublin umgekommen. Die wurden am 22. Juli 1942 aus Wien nach Auschwitz abtransportiert und in Lublin verbrannt. God rest their souls. Ich hab kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe dort, wo man mich hält. Und wenn ich glaube, dass ich nun endlich Ruhe fand, dann muss ich weiterziehen. Ich hab kein Heimatland. Ich bin direkt von der Straße ins Lager gekommen. Ohne nichts, nur ohne so, wie wir gestanden sind. Ohne nichts. Wir konnten nichts mitnehmen, gar nichts. Und man hat uns verfrachtet in Züge und wir sind gefahren. Man ist gelandet auf einen riesengroßen, ein Bahnhof. Ein riesengroßer. Und jetzt war es so, jetzt hat man einen Spruch gehört, also, wer nicht in der Lage ist, glaube ich, 5 Kilometer zu gehen, sind bereit, diese Riesenautos, diese Riesenlaster, die sollen auf den Autos aufsteigen. Und wer genug Kraft hat, kann diese Strecke gehen von, ich weiß, ich glaube, 5 oder 6 Kilometer war das. Und die Leute, die nicht gehen konnten und auf den Autos aufgestiegen sind, sind nie mehr ins Lager gekommen. Nie. Und die Leute, die eben noch kräftig genug waren, sind diese 5 oder 6 Kilometer gegangen ins Lager. Naja, und so war ich halt in dem Lager. Wie viele Jahre? Ich war von 41, naja, bis zum Ende. Haben Sie von der Familie noch jemanden gefunden? Niemanden. Von der Familie habe ich niemanden gefunden. Nur nachher habe ich natürlich erfahren, mein Bruder, der 18 Jahre war, ist von der Straße weggekommen nach Buchenwald. Ja? Meine Schwester, das habe ich aber erst nachher erfahren, meine Schwester in das Riesenlager in, wo hat das größte? In Auschwitz, meine Schwester. Das war die Lotte, das war der Adolf. Alles so schön langsam ist gegangen, für immer. Was machen Sie heute hier? Da mache ich die vorletzte Fliese. Was ist alles drauf auf den Fliesen? Naja, da ist Blumen, Obst, Sonnenblume, Hund und Katze, Fisch und
Vogel. Und dann kommen noch die Menschen. Die kommen zum Schluss. Wieso zum Schluss? Oh, die sind wurscht. Haben Sie Tiere in Ihrer Kindheit gehabt? Ja. Was denn alles? Alles. Hund und Schwänderl und Händel und Hosen. Also, alles. Ziegen. Wo haben Sie denn gewohnt? Am Rande von Wien. Ja. Wo? Strebersdorf heißt in das. Strebersdorf. Ja, am Fuße des Biesambergs. Und haben Sie immer dort gelebt, bis Sie Nein. hergekommen sind? Ich bin schon früher weg. Wohin denn? Also nach Ungarn. Arbeiten. Ja, ja. Waren schwere Zeiten. Und im Krieg, ist Ihnen nichts passiert? Nein, nur meiner Mutter. Was ist der Mutter passiert? Weg. Ich weiß nicht, wo sie. Gar nichts. Ja, ja. So war's. Und nächstes Mal kommen die Menschen und dann kommt mein Herz für meine Mami. Für meine Mutter ein Herz. Warum? Ein schönes Herz. Ja, warum? Weiß ich. Ja. Gott. Ja, ja. Ist ihr nicht erspart geblieben. Hat niemanden gehabt, der sie geschützt hätte. Oh. Ja, ja. So ist es. Ich bin körperbehindert. Mein linker Arm ist gelähmt. Ist bei der Geburt passiert. Und ich wurde als Kind operiert. Ich habe auch zwei Narbengröße. Ich wurde als Kind operiert mit gutem Erfolg. Muskelverpflanzung wurde gemacht. So gutem Erfolg, dass ich sogar den ersten Preis in der Handelsschule in Schreibmaschine gewonnen habe. Bei einer Schwere Kontinental noch damals, ja. Aber in Auschwitz hat man was kaputt gemacht, ja, Mengele. Ich habe in erster Linie, Behinderte hatten ja gar keine Überlebenschance bei ihm in Auschwitz. Ich habe überlebt, weil er sich interessiert hat für meinen Arm. Ich habe denselben Arm wie Kaiser Wilhelm. Also hat er gesagt, ja, und er hat sich interessiert. Er hat mir den Erfolg von Operationserfolg hat er mir kaputt gemacht. Also, was hat er gemacht? Injektionen und wie heißt das, mit Elektrobehandlung. Er hat den Erfolg zunichte gemacht, weil der Arm ist kaputt. Ich war 4,5 Monate dort und in die 4,5 Monate würde ich sagen, es waren 4,5 Monate Todesangst. Das. Die einen sogar entschuldigen sie, aber ich... Es ist schwer, darüber zu reden. Schwer darüber, ja, aber ich kann jetzt schon darüber reden. Gott sei Dank, hier sind Betreuerinnen und ich kann schon. Ich konnte bis in die 80er Jahre nicht darüber reden. Jetzt kann ich schon. Die Furcht an sich bin ich losgeworden. Aber was ich nicht losgeworden bin, ist Auschwitz, die Bilder. Ich habe Schlimmes gesehen. Ich habe gesehen, wie man kleine Babys lebend ins Feuer geworfen hat, der Mengele. Also Auschwitz wäre ich nie los bis an mein Lebensende. Psychisch und geistig hat mich Auschwitz erledigt. Ich habe keinen Elan mehr gehabt und keine
Ich habe mich eigentlich nie richtig erholt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ein verfuschtes Leben. Das ist ganz sicher. Was ist das verfuschte Leben? Ich habe ein verfuschtes Leben, ja. Ohne Hitler wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Ich habe ein kleines Leben geführt. Also sagen wir es so, ich habe ein nichtssagendes Leben geführt und ohne Hitler hätte ich vielleicht mehr aus meinem Leben gemacht. Es ist mir irgendwie alles misslungen im Leben. Und ich darf nicht klagen, insofern, ich hab mein Leben bestanden, sagen wir so. Ich habe mein Leben bestanden und das war eigentlich das Einzige, was ich darüber sagen kann. Haben Sie manchmal Träume? Fast keine Träume. Nie geträumt? Nein, nur im Gedanken. Was denken Sie da? Ja, da denke ich an meine Angehörigen. Wohin sind die gebracht worden? Ja. Ich weiß es nicht. Nie mehr etwas gehört von keinem. Das waren 68 Personen. Von einem Jahr an die Kinder bis zu meiner Großmutter. Gibt es ein Grab wenigstens oder auch das nicht? Auch das nicht. Ist das schlimm, wenn man nicht einmal zu den Toten kann? Sehr, sehr schlimm. Personen. Ich habe niemanden. Wann fehlen Sie? Eigentlich immer. Reden Sie manchmal mit Ihnen? Ich denke nur an Sie. Aber Sie sind stumm. Ich bekomme keine Antwort.